So, willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo und Jakob von Infrakta und wir sind wieder in Game of Thrones Total Conversion für Crusader Kings 2. Jamie, wo er lebt, er ist mittlerweile auch nicht mehr der Hübscheste, er ist mittlerweile ein bisschen älter geworden. Warte mal, werden dann die Herrschaft angetreten? Wenn er es nicht war. Wenn er es ja auch nicht war. Wenn die Cersei auch nicht war. Nebenlinie weitergegangen. Tatsächlich. Die Linie von Geryon. Tyran wird dann der nächste. Castamir sitzt da rum. So was will die? Bla 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 bla. Kann ich mal gern habe. Schick doch keine meine Kinder in den Süden zu irgendwelche komischen Leute. So, jetzt sparen wir wieder die nächste Kohle an für die nächste Stadtgründung. Mittlerweile. Es ist Eddard, der Stadtgründer, und Eddard der Begründer der Stark, Neubegründer der Dynastie. Wo ist Mama? Wer war denn nochmal die Mutter? Oh, die wurde umgebracht. Pass auf, Junge, deine Mutter war eine Hofdame, die habe ich in einer Tour besprungen, bis sie immer wieder schwanger war, und meine verheiratete Frau hat sie dann abstechen lassen. Super, oder? So, das sind so Gespräche, wie man mit 10-jährigen Knaben führt, oder? Oh, guter Mann. Oh, 87, sehr gut. Ja, die Lordship jetzt angetreten, die kleine. Die Kronloyalisten. Ja. Die hat so kleinere Probleme, oder? So mit Aufständen.
Weil ich jetzt nicht ganz genau sehe, wo diese Aufstandsarmee sein soll. Aber das ist ein guter... Ne, das ist kein guter Kämpfer. Ach, da unten. Naja. Jetzt ernsthaft, Eddard soll die Truppen von Dragonstone führen. Jetzt dann ist ich aber freue. Also dann ist es tot. Naja, okay. Ja, auf jeden Fall gibt es genug Baratheons. Ich habe gedacht, der Bart wäre noch länger geworden, aber das ist irgend so ein grauer Lappe, den er ins Sturm gebunden hat. Na gut, in dem Alter, es werden wahrscheinlich kalt sein, im Norden ist es eh kalt, mit fast 60, das Haus voller kleiner schreiender Kinder. Apropos, nächste Runde, oder? Ich gehe noch was. Solange er nicht tot ist, geht er noch. Was, das ist sicher. Und beim langsam die Frau dafür ausgehen, die sterben langsam weg. Die will er nicht mehr so recht. Warum die sich da immer alle kloppe. Ja, ich soll ruhig. Ach so, ach, die hat geheiratet. Ja, viel Glück. Das erklärt, warum die jetzt die Tür nicht mehr aufmachen wollt. Andererseits hat sie eigentlich auch ihre Pflichtschuldigkeit getan für den Norden. Kann sich keiner beschweren. Ich weiß nicht mal, wer das war. Ich wusste gar nicht, dass sie an meinem Hof überhaupt war. Oh, langsam eskaliert's, oder? Ah nee, das ist was anderes. Nö. Das ist immer noch der. Ach, Dreadfort unterstützt den jetzt. Die Boltons. Ist nur so teuer. Daher verheizen sich die Nordmänner gegenseitig. Dorne brennt auch so ein bisschen. Ja, andererseits hat sich immer Gedanken gemacht über Lorat, ja.
Ich krieg's ja immer gebacken, irgendwie was fälschen zu lassen, dass ich die Wildlinge irgendwie um die Kontrolle krieg. Gucken, ob wir eine Stadtgründung hinkriegen. Das Haus Lake. Snow, was machst du denn? Ach, der hat sich da auch eingemischt. Ah nee, ich habe schon gedacht so. Na? Johnny Boy. Hat er von alle Kinder mit eine der besten Partie gemacht, was Herrschaften angeht. Wir müssen halt Geld sparen, wir müssen Städte gründen. Dadurch hat er es nicht unbedingt gleich im Leben, der arme Ned Stark. Aber naja, andererseits hat sich ja mit einem Haufen Frau getröstet. Aber er muss halt echt die Grundlagen legen für die weitere Geschichte. Was, die Eiseninsel sind Loyalistengruppierung? Schmeiß mich weg. Oh. Na, mach keinen Quatsch, Meister. Bist ja 60. Geht noch was. Der ist auch krank. Alter Schwede. Wir müssen einen gescheiten Mann besorgen. Teuerste.
Nimm mal den da. Ja, er ist ein bisschen älter, das stimmt schon. Und er ist unfähig. Oh Mann, ey, da habe ich Geld ausgegeben und krieg den da. Kann doch nicht sein. Komm, das geht nicht. Das ist die Enkeltochter, aus der muss was werden. Toll. Warum geht das jetzt nicht? Das ist gerade gemacht, aber ich kann jetzt so unbegrenzt mehr Leute einkaufen. Oh Mann. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn man jemanden nehmen könnte, der irgendwas verloren hat an Besitz, aber Anrechte hat. Ah, über den Umweg geht es aber nicht. Schlecht. Ah, gut. Ja, Willem kann jetzt auch was haben, wobei. Die Enkel und Sohn garantiert nicht. Komm, machen wir es nicht so kompliziert. Friede Wilhelm, die Stadt. Das ist auch schön, oder? Zum Geburtstag immer eine Stadt geschenkt zu bekommen. Arrowcross. Okay. Ja, wächst. Trotzdem mache ich mir jetzt Gedanken, wie ich das am geschicktesten mache, dass der den jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem von einer Flachzange verheiratet und das ja, aber doch nicht mit der Weichpfeife da, das ist paranoiden Weichpfeife. Nee, das geht nicht. Müssen wir irgendwo einen herkriegen, der ein bisschen mehr drauf hat oder Zahnbelag. Haben wir nichts am Hof? Also irgendwie vom Alter her mal halbwegs. Na, nix. Alles nur alte Säcke. Naja, von anderen Höfen kriege ich aber keinen. Shit.
Die Frau hat Depressionen gekriegt. Ja gut, ich muss ehrlich zugeben, die Insel da oben ist jetzt nicht unbedingt der Burner, gell? Ich muss einfach wohl... schon wieder? Ich muss einfach mal von... Der Süden mobilisiert jetzt auch. Ja, ich habe aber so meine Zweifel, ob ihr mit den Boltons allein klarkommt. Auch wenn die ihm nur auch, sind die jetzt nicht so mehrfach gebunden. Doch. Ich muss einfach mal hoffen, dass, dass irgendwie die Enkeltochter nicht verheiratet wird. Bevor wir einen gescheiten Ehemann finden. Ja, notfalls kaufen wir halt noch einen. Das ist wichtig. Die müssen wir mal geschickt verheiraten, die ist ziemlich schlau. Haben wir aber echt nichts zur Auswahl, oder? Alter, die hat jetzt ernsthaft ihre Lannister-Verwandtschaft eingesperrt. Warum geier denn das, bitteschön? Das muss man echt nicht verstehen. Ja, dass die jetzt nicht mehr kronloyal ist, ist mir auch klar. Die hat aber auch ein Schweineglück, ey, dass da die Lannister sich nicht einfach erhoben haben. Ne, erstmal gründen wir jetzt noch ein Städtchen. Was? Da war irgendein Name, den ich gerade gesehen habe. Müssen wir das gründlicher durchlesen, nicht immer so wegklicken, so wohlwollend. Nö. Da war jetzt nichts. Ach, Aja hatte ich gelesen. Guter Mann. Sehr gut. Direkt die nächste Stadt klarstellen machen. Gut, dann setzen wir jetzt wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns hier wieder. Was treibt die denn? Ja, nee, das ist okay, die unterstütze ich. Die soll ruhig gegen die Boltons müssen vorgehen. Jawohl! Rob hat auch noch einen Sohn gekriegt.
Sehr schön. Ganze Gedanken, die ich mir gemacht habe, umsonst. Ha, Spar macht das Geld. Wunderbar. Gut, gut. Dann sehen wir uns hier wieder. Tschüss.